ascoltarti. I sapotti pui sen veturin. Se sauna pesan tuhka. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car in Staffel 4. Schön, dass ihr wieder dabei seid und hier geht die Party ab. Eine Woche mussten wir jetzt auf My Summer Car verzichten aus privaten Gründen. Aber jetzt zum Wochenneustart gibt es endlich wieder eine neue Folge von My Summer Car. Und jetzt sollte sie wieder regelmäßig wie gewohnt Montag, Mittwoch und Freitags kommen. So, ich muss kurz überlegen, wir sind hier noch bei Daimo und es scheint hier eine richtige Party abzugehen. Das heißt, wir haben es abends nach 20 Uhr, 10 nach um 8. Wir hatten Sachen eingekauft, weil ich noch weiß, oder? Genau, und Sprühdosen, denn wir wollten... Denn wir haben geflyert. Stimmt. Geflyert und dann müssen wir natürlich... Das werden wir nicht in dieser Folge schaffen. Oder machen wir das dann an den nächsten Tag? Könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen abwarten? Wir warten ein bisschen ab. Dann ist es Samstag. Dann können wir auch bei Tageslicht fahren, weil es wird ja jetzt dunkel. Dann gucken wir mal, was wir für Geld kriegen fürs Flyern. Und dann fahren wir zurück nach Hause. So sieht der Plan aus. Am nächsten Tag. Ja, ein schöner neuer Tag. Es ist Samstag um kurz nach um 10. Fahrrad steht da. Das heißt, Timo müsste da sein. Und dann gucken wir doch mal, ob ein kleiner Briefumschlag da liegt. Jawohl. So, jetzt bin ich mal gespannt. Time mal alles aus. Grüß dich. Das ist hier mein Lohn, ja? Comes the money. Here we go. Money talks. Jo, immerhin 700 Mark. Haben oder nicht haben? Neuer Kontostand? Good price for a good job, naja. 700. Ja, die Spritkostenabrechnung und so. Können wir die diskutieren. Da konnte stand 1247 Marker. Aber immerhin, 700 Dollar haben wir für. Dollar sage ich schon. Jetzt ist wieder komplett raus. Marker natürlich. 700 Marker haben wir jetzt verdient mit dem Flyer-Job. So, und jetzt ab nach Hause. Und wenn es dann noch zeitlich passt, werden wir zusammen einmal den Ricochet fertig lackieren. Da waren ja, glaube ich, noch so zwei, drei kleine Stellen. Und ansonsten werden wir noch unseren Satsuma in Superman-Optik, ne? Also mal gucken. Aber erstmal muss man heil ankommen. Sprit überhaupt aus. Puh. Knapp, ne? Aber wird schon klappen. Könnte jetzt nochmal tanken fahren, aber wir riskieren uns einen Leerlauf. Komm, jetzt soll der Geiz. Eine Runde wieder mit dem schönen Mitsuzuma fahren. Wir müssen natürlich gucken, wenn der Radarbuster 3000 hier vorne gleich ausschlagen sollte, haben wir ein Problem. Dann müssen wir wenden, ne? Könnten rein theoretisch praktisch, ne, brauchen wir nicht. Wir fahren so rum. Wir fahren nur im Notfall hinten rum. Wir haben ja noch keinen TÜV, ne? Die Bestellung hat man, glaube ich, auch aufgegeben, ne? Ich glaube ja. Also 3000 steckt nicht aus, die versteckt sich immer hier, also ist keine Polizei da, Gott sei Dank. Aber wir kommen ja noch an einer weiteren Stelle vorbei, wo die auch stehen, ja. Ich weiß noch den Kommentar, auch wenn das jetzt schon eine Woche her ist, wo wir das letzte Mal gefahren sind. Er ist uns ein bisschen hier so Kühlmittel wahrscheinlich gegengespritzt. Wir hatten ja nachgeguckt, aber wirklich viel hat nicht gefehlt. Gab es den Hinweis, dass eventuell eine Schraube sein könnte. Das möchte ich dann auch nochmal überprüfen. Ich beobachte jetzt erstmal. Die Werbeanzeige hier, ne? Die Temperatur. Sieht bis jetzt aber gut aus. Ist jetzt auch kein anderer Schaden irgendwie festzustellen gewesen, daher. Können wir beruhigt weiterfahren.
erste Bestellung haben wir aufgegeben. Da musste auch die Gemischanzeige dann dabei sein, wenn ich mich nicht irre. Ratschensalat haben wir, glaube ich, auch bestellt, ne? Ich weiß bloß nicht mal, in was für einen Wert wir bestellt haben. Aber ich weiß, dass die ersten Güllekunden angerufen haben. Wenn wir die abgearbeitet haben, sollten wir, glaube ich, den Preis zusammen haben. So, drückt die Daumen, dass hier vorne nicht die Polizei steht. Temperatur ist jetzt stabil. Das ist zu machen. Viel zu wenig Gänge. Der Quarz mit so, ich sehe nichts. So. Mache ich jetzt noch mal beim Abkommen. Sehr schön. Sauber überholt. Dann kommt das doch Bus. Das ist doch ganz schön hier. Der nochmal durch den TÜV kommt. So, wenn dann mal hier, glaube ich, irgendwo die Polizei. Alter, was so 3000 steckt auch nicht aus. Sehr schön. Polizeifreie Zone heute. Sehr gut. Ich dachte schon wieder. Kaum sind wir back. Haut uns das Spiel wieder alles um die Ohren, was geht. Heute mal lieb zu uns. Das muss man natürlich mit viel Vorsicht äußern. Man kennt ja das Spiel, ne? So. Vielleicht haben wir die Landstraße geschafft. Also, dass sie zumacht. Also, wenn wir unsere Bestellung haben, können wir dann uns an die Gemischanzeige machen, dass wir das besser einstellen können. Wichtig natürlich für den TÜV, ne? Oh Gott, das rottelt hier, der. Ne, wir fahren ja mit Tastatur, ne? Aber wie gesagt, die Gemischanzeige brauchen wir, um das richtige Gemisch. Ach, stimmt, da ist ein sehr bitter, ne? Irgendwo ist Fahrer, ich glaube, der ist jetzt weggefahren gerade. Müssen wir uns beeilen. Wenn wir was hören, dann sollten wir ganz schnell zur Seite. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau, die Mischanzeige brauchen wir für den TÜV, weil wir müssen ja die Emmersian richtig stellen, anrufen. Und unser Satsuma nicht durch den TÜV. Ein Problem. Nicht an der Rallye-Teil, wir wollen nur nach Hause. Dauert. Ich bin eine Woche weg. Schauen wir mal. Okay. Jo. Gott sei Dank. Ah, meine spannende Stelle noch, ne? Schön die Schranke weggekloppt. Das hat jetzt keinen Schaden verursacht. Das ist so komisch auch immer, außer auf einmal. Wenn es der Kotflügel deswegen weg ist, ne? Und ist hier ein Zauber in Dusten, würde ich sagen. Wenn jetzt die Karosserie auch noch neu machen. Puh, tschüss, das wird teuer. Ich muss mal gucken, ob der Kilio fertig ist, ne? Müsste mal langsam, aber richtig fertig sein. Das sind jetzt auch mal über 3200 Mark. Ja. Holzgünne müsste dann auch irgendwann demnächst anrufen. Dann so 3, 6, wir holen noch bei 9 Riesen. Mit dem 1000er, den wir jetzt auch gefunden haben, sind wir bei gut 10k. Und die erste Bestellung auf jeden Fall ohne Probleme bezahlen.
Also machen wir langsam TÜV. Und dann bist du langsam eigentlich schon Richtung Staffelende, ne? Jetzt lange nicht da waren. Schalten wir auf die 1. Auch sehr schön, dass der Mann nicht ausgeht, ne, wenn du bremst. So. Zack. Keine Porsche. Keine Porsche, das Jude passt. So, auch mal nicht hinein. So, Türe zu, Affe tot. Ja, komm. Handbremse lösen, let's go. Auch damit wir gucken können, ne? Guck da. Schön so Ricochet. So. 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 Und. So. Gut. Es ist nur ein bisschen verdellt. Okay. Oh, allgemein ist das. Muss das so sein? Ja, ordentlich. Nur wegen der Schranke? Wie will ich denn das erzählen? Okay, ich muss los. Gut, dann würde ich sagen, Zeit haben wir noch ein bisschen. Das heißt, wir nehmen einmal den raus und einmal den raus. Die Flyer habe ich immer noch drin. Lull. Okay. Und dann das und das. Das lassen wir mal drin. So. Zack. Aufräumen natürlich. So, du bist neu, das heißt, Neues kommt immer hinten hin, wie im Einzelhandel. Und das Ältere kommt nach vorne. Zumal er es auch ja benutzt ist. Obwohl, das haben wir ja glaube ich auch benutzt. Ist egal. Komm. Ist egal. Egal. So, jetzt nehmen wir einmal hier die schwarze Sprühdose. So, 1, 2. Bottle. Wir versuchen es mal. Komm. Sehr gut. Wir spoilern? Ne, spoilern wir nicht. So wollten wir das. Jetzt ist er zu. So. Das müsste es eigentlich gewesen sein, ne? Das, also mattschwarz hat der auch was, ne? Richtig nice. So. Müssen wir mal gucken. Was das dazu mal in Superman-Look sagt, quasi. So, was habe ich denn überhaupt hier? Gelb. Ach ja, gelb wollte man glaube ich für den Motor, ne? Und noch ein Mattschwarz. Warum noch ein Mattschwarz? Superman. Superman ist hauptsächlich blau. Bisschen rot und minimal gelb, ne? Gelb wollte man für den Motor nehmen. Dann würde ich sagen, die Hauptfarbe, Fender, nee, Fender will ich nicht. Ich will hier Carbassery. Carbody, jetzt. Haben wir hellblau geholt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Auch noch blau? Boah, sehr babyblau. Das, haben wir nicht dunkelblau geholt? Gibt es nur dieses Blau?
Also, mit den Farben Superman hinzukriegen, das wird schwierig. Holy shit. Hut. Kann ich Gearbox Pumper Front? Oh, das geht auch. Dach geht leider nicht. Und hier hinten das als Cape quasi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nehmen wir schon den hier auch noch. Schwierig. Schwierig. Also ich bin nicht ganz so zufrieden. Liegt aber auch daran, dass Babyblau irgendwie nicht die Farbe von Superman ist. Oh Mann. Was haben wir unseren armen Satsuma angetan? Ich entschuldige mich, Satsuma. Tut mir leid. Also wenn er die nächste Zeit rumspinnt, wisst ihr warum. Bei der Lackierung würde ich mich auch schämen. Also ich, so bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich zufrieden. Oh, das Gelb hat aber auch was, ne? Halleluja. Konnte man den auch? Tatsächlich. Ja, das ist nice, ne? Und wir experimentieren noch ein bisschen rum. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Weil das ist schwierig. So. Wenn es gar nicht uns gefällt, haben wir noch die Möglichkeit. Matt schwarz. Könnte auch so eine Biene draus machen, ne? Ist halt die Frage, ob die Farbe reicht. Oh, tschüss. Oh, tschüss, das sieht gut aus. Das wird, bleibt so. Da werden nur noch die Tür. Fühle ich dann doch eher, ne? Wir brauchen noch mal matt schwarz. Machen wir eine flotte Biene draus. So. Einmal die Hut. Einmal die Stoßstange. Und jetzt nicht immer die Hauptfarbe matt schwarz, wie immer sonst. Sondern... mal hier gelb. Kann ich nicht, ne? Leider nicht. Hat auch was, ne? Warte mal. Versuch mal die Türen. Wie das aussieht. So eine flotte Biene hat ja nun mal schwarze Streifen, ne? Beziehungsweise hat so eine flotte Biene schwarze Streifen oder gelbe Streifen? Ich weiß es nicht. Jo. Jo. Na gut, die... Ja, tschüss, schwer. Ich glaube, die Türen lassen wir mal auch lieber gelb, ne? Das sieht jetzt nicht so dicker aus. Das fühle ich. Haben wir hier vorne? Mit schwarz. So, machen wir mal auf hier. Mache ich den Block. Nee, dann mache ich das schwarz. Und den Block lassen wir gelb.
Dann kriegen wir noch eine zweite Dose geholt. Ein Glück. Komm, das machen wir noch zum Schluss. Dann kontrollieren wir in der nächsten Folge Killjo und so. Was wir noch so eventuell vorbereiten können. Also vom Innenraum würde ich sagen, vollkommen okay. Gelb-Schwarz, hier außen das Motto, Gelb ist die Hauptfarbe, Schwarz die Primärfarbe. Oder beziehungsweise Gelb ist die Primärfarbe, Schwarz ist die Sekundärfarbe. Finde ich jetzt gar nicht schlecht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, wie der jetzt aussieht. Hab ich jetzt die Tür da drüben zugemacht? Nee. Achso, okay. Zack. Wie gefällt euch das dazu mal? Auf jeden Fall besser als die Farben, die wir für Superman geholt haben. Ansonsten gerne natürlich noch weitere Vorschläge, was die Lackierung angeht, in die Kommentare schreiben. Und ich bin gespannt, was ihr zu diesem aktuellen Look sagt. Ist da der Satsuma, unsere kleine flotte Biene. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, switch schon in die nächste Folge. Wir sind erstmal am Ende mit der neuen Folge von Mai Sommer Car in Staffel 4 nach einer Woche Pause. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr sie ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Gerne kommentieren, gerne diesen Kanal abonnieren und auch weiterempfehlen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tidili.